So, das war der nächste Punkt in der Vorlesung, den, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, den wir auf diesmal vertagt haben. Es geht um etwas, was Sie wieder um etwas, was Sie aus dem Biologieunterricht kennen. Es geht auch hier wieder darum, bei mehreren Themen in diesem Kapitel geht es im Wesentlichen auch durchaus um eine Kritik der Modellierung oder beziehungsweise die Problematik von Modellierungen aufzuzeigen. Das behandle ich deshalb so ausführlich, weil man immer wieder sehen kann, wenn man dafür mal sensibilisiert ist, kann man immer wieder sehen, wie häufig die Leute Modelle für die Wahrheit hernehmen, für die Wirklichkeit hernehmen. Und das entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Modelle geben, wenn überhaupt, im Idealfall, geben immerhin nur bestimmte Aspekte der Wirklichkeit wieder, beziehungsweise können natürlich auch falsch sein und oft genug auf unkontrollierbare Art und Weise falsch, dass wir nicht mal wissen, wie weit die Modelle weg sind von der Realität. Ich meine, das sehen Sie zum Beispiel jetzt wieder mal in den Medien. Das Thema Klimaerwärmung, Modellrechnungen, die dramatische Voraussagen treffen für die nächsten Jahrzehnte, aber nicht so richtig erklären können, warum das Klima in den letzten 15 Jahren nicht gestiegen ist. Also ich will da jetzt keinerlei Partei ergreifen für die eine oder die andere Seite. Dazu weiß ich zu wenig zu dem Thema. Aber Sie sehen an diesem aktuellen Beispiel, wie notwendig es ist, Modelle immer zu hinterfragen. Selbst Modelle, dazu werden wir kommen, selbst Modelle, die so selbstverständlich sind und wo man denkt, das ist pure Mathematik, das ist garantiert richtig. Dinge, die Ihnen auch im Studium als völlig selbstverständlich verkauft werden, ohne es zu hinterfragen. Einige dieser Punkte werde ich hinterfragen. Das ist jetzt erst einmal ein Beispiel, was eher weniger mit Ihrem Studium zu tun hat, es sei denn, Sie orientieren sich in Richtungen wie Bioinformatik. Das werden wir auch schnell abhandeln können. DNA-Sequenzen, das hatten wir schon mal betrachtet. Sie erinnern sich dunkel als ein Beispiel für die Anwendung von kürzesten Faden, Vergleich zweier DNA-Sequenzen. Wenn hier steht, als Input DNA-Sequenzen von Arten, von biologischen Arten, dann ist natürlich damit immer gemeint, von jeder Art einen Repräsentanten, ein lebendiges oder nicht mehr lebendiges Individuum und davon von diesem Individuum DNA-Sequenz, also Erbanlagen genommen. Und was wir herauskriegen wollen, ist, das ist das, was wir haben, die DNA-Sequenzen von Arten. Das ist natürlich nicht alles, was wir haben. Wenn wir Aussagen treffen wollen über Verwandtschaftsbeziehungen dieser verschiedenen Arten, denken Sie an morphologische Merkmale von Tieren, die natürlich auch ihre Grenzen haben. Ja, nur weil Fledermäuse Flügel haben, sind sie noch lange nicht mit Vögeln verwandt. Und nur weil Delfine Flossen haben, sind sie noch lange nicht mit den Fischen enger verwandt. Ja, das hat seine Grenzen, alles morphologische oder biochemische Aspekte, bestimmte Stoffe, die im Laufe der Evolution in den einen Organismen entstanden sind und in den anderen nicht. Das Beste, was man an Informationen hat, sind die Erbanlagen, wie wir die vergleichen können. Prinzipiell, das haben wir vor ein paar Wochen gesehen. So, was wollen wir? Wir wollen die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den ganzen Arten herausbekommen, und zwar in Form eines Baumes. Und das ist etwas, was Sie sicherlich im Biologieunterricht gesehen haben. Der Abstammungsbaum der Arten, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Dass oben so irgendwie so komische kleine Amöben oder sowas sind oder noch einfacher. Und irgendwo unten rechts ist der Mensch und unten links ist, keine Ahnung, irgendwas, was weit weg ist vom Menschen. Also jedenfalls die Höherentwicklung von einfachsten Arten vor ein paar Milliarden oder ein paar hundert Millionen Jahren bis heute. Und
Der Hintergrund ist natürlich der, dass die heutigen Arten oder auch alle Arten, die in der Zwischenzeit mal vorhanden gewesen sind und dann wieder ausgestorben sind, dass alle diese Arten durch Abspaltung, Branchings, durch Abspaltung voneinander entstanden sind. Ja, typische Sache, dass eine Art zwei verschiedene Lebensräume besiedelt, zwei Inseln beispielsweise, zwischen denen es eine Landbrücke gab und irgendwann gibt es diese Landbrücke nicht mehr. Und dann entwickelt sich die Art auf diesen beiden Inseln nun in unterschiedlicher Weise fort, bis sie zu zwei Arten geworden sind oder solche ähnlichen Sachen. Nur illustrative Beispiele. Wahrscheinlich würde ein Biologe sagen, dass ich hier kompletten Unsinn rede. Aber für die Zwecke hier ist das, was ich sage, denke ich, gut genug. So, wir wollen also den Abstammungsbaum möglichst rekonstruieren. Es gibt diesen Baum unter der Annahme, dass Arten durch sukzessive Abspaltung entstanden sind, gibt es diesen Baum, aber wir kennen ihn nicht. Alles, was wir haben, sind DNA-Sequenz-Erbanlagen, Teile von DNA-Sequenzen. Und wenn wir Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Individuen und damit zwischen Spezies herstellen wollen, dann können wir die Vergleichstechniken, die wir entwickelt haben, dafür nehmen. So, jetzt können wir nicht so richtig klar diesen Baum konstruieren. Wir haben keine Richtung drin. Wir können ihn nur ungerichtet rekonstruieren. Und vor allem, was natürlich die Sache komplizierter macht, wir haben nur die Blätter des Baumes. Die Blätter des Baumes, im Wesentlichen gesprochen, die Blätter des Baumes, also die jetzt ex immer noch vorhandenen Arten, irgendwelche Arten in der Zwischenzeit, die inzwischen ausgelöscht sind. Ja gut, da gibt es mal irgendwelche Glücksfälle, dass ein Moskito, ein Tier, ein Dinosaurier oder was gestochen hat und dann kurz danach in Bernstein eingegossen worden ist und dank der und zusammen mit diesen Erbanlagen des Dinosauriers dann konserviert worden ist und wieder gefunden worden ist. Aber das sind natürlich extreme Einzelfälle. So, das, was hier steht auf dieser Folie, ist das, was man eigentlich immer macht, wenn man modelliert. Ja, die Realität ist einerseits zu komplex, um sie ganz zu modellieren. Meistens, nicht immer, aber sehr, sehr häufig natürlich. Und das, was man eigentlich betrachten will, lässt sich nicht unbedingt in mathematische Formeln fassen. Wir hatten schon ein Beispiel beim letzten Mal, nämlich Graphenzeichnen, wenn Sie sich erinnern. Wir wollten den gegebenen Graphen, der einfach nur als eine Menge von Knoten und Kanten, beispielsweise als Adjazenzmatrix gegeben ist, einen solchen Graphen wollen wir zeichnen, sodass erstens die Zeichnung uns intuitive die richtigen Informationen bietet, was zusammengehört und was nicht zusammengehört, welche Knoten zusammengehören, welche Knoten eine große in sich verbundene Gruppe bilden, welche Knoten davon getrennt sind und zweitens auch noch, dass das Ganze schön anzuschauen ist, dass man ein ästhetisch gutes Gefühl hat, wenn man darauf schaut, was zwei Zielsetzungen sind, die durchaus einander entsprechen. Haben wir gesehen, wie man sich da behilft durch Bedingungen, durch einzelne Bedingungen an Paare von Knoten, Paare Knoten versus Kante, Paare von Kanten, die wir dann zu anziehenden und abstoßenden Kräften gemacht haben und so das ursprüngliche Problem, wie ich es eben skizziert habe, das nicht mathematischer Natur ist, in ein mathematisches und damit mathematisch handhabbares, algorithmisch handhabbares Problem überführt. Ja, letztendlich ist das immer das, was man tut und das hat schon seinen Grund, warum ich das Wort modest, bescheiden, dazu geschrieben habe,
weil, ja, man könnte spitzfindig sagen, weil die Ergebnisse häufig bescheiden sind. Die ambitionierte Idee, die wirkliche Realität abzubilden, geht dabei natürlich verloren, aber man muss es auch pragmatisch sehen. Für die Zwecke, die man normalerweise mit Modellierung verbindet, denken Sie an die Dinge, die wir betrachtet haben mit Timetabling, Scheduling, gerade in solchem technischen oder wirtschaftlichen Bereich. Für die Dinge reicht häufig eine solche bescheidene Modellierung, um die Ziele zu erreichen, die man erreichen will. Nur man muss sich immer im Klaren darüber sein, dass es eben immer Grenzen gibt. Und insbesondere dann, wenn es um Erkenntnisgewinnung wie beim Graphenzeichen oder jetzt hier bei phylogenetischen Bäumen geht, spielt es eine Rolle, dass wir hier nicht die Realität abbilden und daher die Modellierung ihre Grenzen hat. So, wie gehen wir vor? Wir kennen die ausgelöschten Arten überhaupt nicht. Nicht nur, dass wir keine DNA von denen haben, wir wissen überhaupt nicht, was das alles so war. Teilweise schon durch Ausgrabungen, aber auch nicht unbedingt vollständig. Und schon gar nicht wissen wir, wie wer jetzt so richtig sicher, welche ausgestorbene Spezies, von der wir noch Knochen gefunden haben, jetzt welche weiteren lebenden Spezies induziert hat oder wie auch immer. So, was wir letztendlich doch dabei bauen ist, ich werde das versuchen, mal wieder ein Tafelbild zu übersetzen. Also, so in erster Näherung, stimmt natürlich nicht vollständig, aber so in erster Näherung sind die heute lebenden Arten die Blätter dieses Baumes. So. Die kennen wir. Aber das sagt uns natürlich noch nicht viel über die Abstammungsstruktur. Was wir bauen wollen, sind, ohne zu wissen, was es für Zwischenknoten überhaupt gibt, ich darf das jetzt nicht zu regulär zeichnen, sonst wird das unglaubwürdig. So zum Beispiel hier eher balanciert, da weniger balanciert. So vielleicht. So. Nur ein einfaches kleines Beispiel für einen Wurzelbaum, wie Sie es natürlich kennen. Gut, und die Blätter, wie gesagt, sind die in erster Näherung die heutigen Spezies. So, wie kriegt man überhaupt eine Chance rein, so etwas so zu rekonstruieren, dass man einigermaßen sagen kann, ja, ungefähr ist es das, wie die Arten sich entwickelt haben. Ich werde das vielleicht auch mal wieder aufnehmen. Die Aufnahmen sind, glaube ich, noch nicht alle oben. Da müssen wir noch. Das passt nicht in die Logik von Open Learnware rein, solche Fotos mit aufzunehmen. Da müssen wir noch sehen, wie wir das am besten organisieren. So. So, wir gehen also davon aus, dass diese Abspaltungen immer binär sind, was durchaus gerechtfertigt ist. Also, sollte es mal wirklich passieren, dass drei Arten sich gleichzeitig abspalten, Sie wissen, da kann man das immer interpretieren als zwei binäre Abspaltungen, die halt mehr oder weniger zeitgleich erfolgen. Also, ohne Beschränkung der Allgemeinheit ist der Baum binär. So, wir wissen nicht viel darüber. Was wir wissen, ist aber, dass wir nicht völlig falsch liegen oder dass es ein gutes mathematisches Modell ist, das als einen stochastischen Prozess zu modellieren. Nämlich als einen sehr einfachen stochastischen Prozess.
Schlicht und einfach, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie sich mal die Individuen wegdenken und nur deren Erbanlagen laufen rum. Ich weiß, es ist ein schräges Bild, aber diese Erbanlagen von Generation zu Generation, beziehungsweise im Individuum von Elternteil zu Kind, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit jeweils von Mutation, eine gewisse Mutationsrate. Und diese Mutations, das heißt also, über die Zeit hinweg gesehen, ändern sich die Genome, ändern sich die Erbanlage auf Basis eines stochastischen Prozesses, der beispielsweise durch solche Dinge wie Höhenstrahlung und die damit verbundenen Änderungen der Erbanlagen initiiert wird. Das kennen Sie ja alles. Und das Ganze ist sogar ein sehr einfacher Prozess, ein gedächtnisloser Prozess. Wie es zu der Erbanlage im Laufe der letzten Milliarden Jahre gekommen ist, ist egal dafür, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wie stark und wo sich die Erbanlage jetzt bei der nächsten Generation ändert. Also eine sehr einfache Sache, falls Sie damit konfrontiert sind. Ich weiß nicht, ob Sie in der Mathe 3 mit Markov-Ketten konfrontiert sind, wahrscheinlich nicht. Also falls Sie in die Richtung gehen, oder vielleicht haben Sie in der Schule davon gehört, habe ich nur der Vollständigkeit halber hier erwähnt, dass das sogenannte Markov-Ketten sind. Die einfachste Form von stochastischem Prozess überhaupt, weil was als nächstes passiert, hängt nicht davon ab, was bisher passiert ist. Und man kann durchaus davon ausgehen, dass die ganzen Mutationen unabhängig voneinander passieren. Und hier ist jetzt eine Annahme drin, konstante Durchschnittsmutationsrate. Wir müssen uns natürlich, wenn wir diesen Baum rekonstruieren wollen, durchaus über Mutationsraten klar werden. Konstante durchschnittliche Mutationsrate ist zunächst einmal eine falsche Modellierung, eine bewusst falsche Modellierung. Denn Sie wissen, dass zu verschiedensten Zeitaltern die Mutationsrate durch die Umweltbedingungen sehr unterschiedlich war. Dass beispielsweise die Höhenstrahlung in den verschiedensten Zeitaltern sehr unterschiedlich stark gewirkt hat, weil die Atmosphäre unterschiedlich zusammengesetzt war und solche Dinge. Wichtiger Punkt dabei ist aber zunächst einmal, solange das weltweit dasselbe war, wie bei unterschiedlicher Zusammensetzung der Atmosphäre, ja, durch Vulkanausbrüche, durch hohen oder niedrigen Gehalt von Ozon und so weiter. Solange das weltweit passiert, ist das Modell zwar falsch, aber das ist uns eigentlich egal, weil was sich dadurch nur ändert, ist hier sozusagen, der Baum ist nicht mehr in der Zeitachse richtig, sondern die Zeitachse ist teilweise gestreckt und gestaucht, aber die Struktur des Baumes bleibt dieselbe, solange es eben weltweit zur selben Zeit dasselbe ist und die Mutationsrate entsprechend überall gleich höher oder gleich niedriger als zu anderen Zeiten ist. Das ist, soweit ich weiß, auch der Normalfall, Beeinflussung der Mutationsrate. Es gibt dann natürlich auch durchaus lokale Gegebenheiten oder für einzelne Spezies Gegebenheiten, höherer Selektionsdruck und ähnliches, wo die Mutationsrate steigt oder fällt. An dieser Stelle, wenn man das nicht korrigieren kann durch weitere Informationen aus der Biologie, dann ist an dieser Stelle das Modell falsch. Wie viel das ausmacht, dieser Fehler, das können dann die Biologen einschätzen. Und wo diese Fehler auftreten, in welchen Bereichen des Baumes.
Ja, konstante durchschnittliche Mutationsrate. Ich hatte es noch gar nicht genau definiert, was das heißt, aber ich glaube, der Begriff ist intuitiv. Nämlich, wenn Sie sich über eine Zeitperiode hin anschauen, sagen wir mal 10 Millionen Jahre, dann, oder andersrum formuliert, die Annahme besagt, wenn Sie sich eine Periode von 10 Millionen Jahren anschauen, dann ist die Anzahl der Mutationen im Durchschnitt doppelt so hoch wie bei einer Periode von 5 Millionen Jahren. Ich denke, ganz einfach und eingängig. So. Was bedeutet es, dass man eine tatsächliche Gegebenheit, die auch nur einmal vorkommt, als einen stochastischen Prozess modelliert? Wenn Sie sich vorstellen, sowas wie Roulette, wo am Abend ein paar hundert Mal was vorkommt, wenn Sie den als stochastischen Prozess modellieren, was ja durchaus angemessen ist, Sie aber dann beim Gewinn nicht, Ihnen beim Gewinn nicht weiterhilft, dann haben Sie, da denke ich, haben Sie das Hintergrundwissen aus der Informatik 3, dann haben Sie entsprechend, für jeder Wurf ist ein Sample, ein, wie sagt man im Deutschen, ein Sample dieses stochastischen Prozesses, eine Ausprägung. Mir fehlt jetzt das deutsche Wort, wissen Sie? Gut, dann bleiben wir bei Sample. Hier sieht es vielleicht auf den ersten Blick nicht so aus, weil sie nur einmal, es hat nur einmal die Evolution gegeben, zumindest soweit wir wissen. Das heißt also, Sie haben einen stochastischen Prozess mit genau einem Sample, was natürlich die Zurückschätzung dieses stochastischen Prozesses und daraus wiederum die Rekonstruktion dieses Baumes nicht einfacher macht oder nicht sicherer macht. Nur eine Bemerkung für diejenigen von Ihnen, die sich im Bereich Stochastik weiterentwickeln wollen. Das Thema finden Sie wieder, diese Art von stochastischen Prozessen finden Sie wieder unter dem Begriff Poisson'scher Punktprozess. Oder Prozesse mit einer Verteilung, mit einer Poisson-Verteilung. Poisson-Verteilung haben Sie vielleicht gesehen in der Informatik 3. Okay. Da Poisson-Verteilung ist ja, Sie haben beispielsweise, beobachten Sie eine Stelle auf der Autobahn oder wo und die Anzahl der Autos, die da vorbeikommen sollten, wenn sie alle wirklich unabhängig voneinander wären, sollten dann natürlich nicht periodisch alle 10 Sekunden genau ein Auto sein, sondern wenn im Durchschnitt alle 10 Sekunden ein Auto durchkommt, dann ist mit dem entsprechenden Parameter ist das eine Poisson-Verteilung. Das heißt also, es gibt genug einminütige Intervalle, theoretisch, wo gar kein Auto vorbeikommt. Wo ein Auto vorbeikommt, wo zwei Autos vorbeikommen und so weiter und so fort, das gibt Ihnen die Poisson-Verteilung ja wieder, diese Wahrscheinlichkeiten. So. Also, wir haben im Wesentlichen nur die DNA-Sequenzen der existierenden Arten, natürlich auch nicht von denen allen, weil wir gar nicht alle existierenden Arten kennen. So, dann können wir Vergleiche anstellen und wenn wir von diesem stochastischen Prozess ausgehen, den ich skizziert habe, dieser stochastische Prozess, diese Annahmen sind die Begründung dafür, dass wir auf eine sehr einfache Art und Weise diesen Baum berechnen. Nämlich, wie würde man diesen Baum berechnen? Wir hätten uns das ganze Brimborium eigentlich sparen können und ich hätte einfach gleich diese Frage stellen können. Wie berechnen wir das, wenn wir DNA-Vergleiche haben? Stellen Sie sich vor, Sie haben für jedes Blatt eine DNA-Sequenz und Sie haben die Matrix der Vergleiche, also wie verwandt oder weniger verwandt die einzelnen Paare von DNA-Sequenzen sind. Was würden Sie tun? Natürlich, Sie nehmen sich die Paare her, die nah miteinander verwandt sind, wo die DNA-Sequenzen nah miteinander verwandt sind und sie wenden ganz selbstverständlich dann die Logik an, dass die beiden ja wohl
sehr, sehr spät voneinander abgespalten sind und daher sollten die beiden einen unmittelbaren Vorgänger haben. Ja? Und so weiter. Da können Sie schon mal für viele Paare, die nah verwandt sind, Paare von Blättern, die nah verwandt sind, schon mal einfach festlegen, ja, festlegen, nicht herausfinden, sondern festlegen. Vielleicht irren Sie sich ja, deshalb rede ich nicht von herausfinden, sondern Sie legen aufgrund Ihrer Logik fest, dass diese Paare jeweils schon mal einen gemeinsamen Vorgänger direkt haben. So, und das können Sie natürlich weiterführen, ja. Sie können aus den beiden DNA-Sequenzen zweier Geschwisterknoten können Sie jetzt hergehen und versuchen, so etwas wie eine, wie soll ich sagen, so etwas wie eine mittlere DNA berechnen, wie das gemacht wird, wie man das machen kann. Da müssen einem die Biologen Tipps geben. Das soll auch nicht hier der Punkt sein. Und dann können Sie einfach weiter vorgehen, sich angucken, welche der DNA-Sequenzen, einerseits die von den Blättern, einerseits die von den schon festgelegten inneren Knoten, welche dieser DNA-Sequenzen sind sehr nah beieinander benachbart, sehr nah verwandt im Verhältnis zu den anderen Paaren, die schon einen Vorgängerknoten haben, wo sie schon einen Vorgängerknoten festgelegt haben. Die können Sie natürlich streichen, die sind aus dem Spiel raus. Also sie fressen sich durch den Baum von unten nach oben durch. Sie haben immer so eine Front von Knoten, für die Sie noch keinen Vorgänger festgelegt haben und müssen immer entscheiden, zwei, die sehr stark benachbart sind, da wird dann als nächstes festgelegt, die haben einen gemeinsamen Vorgänger. Und die Begründung dafür, warum man das macht, die theoretische Begründung dafür, liegt eben in diesem stochastischen Prozess, den ich eben skizziert habe. Und die Schwächen dieses stochastischen Prozesses, das ist ein wesentlicher Grund für Theoriebildung, die Schwächen dieses stochastischen Prozesses, also die unrealistischen Merkmale dieses stochastischen Prozesses, sagen auch, wo die Schwächen dieses Algorithmus sind. Geben einem Hinweise darauf. Die Situation ist natürlich wesentlich besser als hier skizziert, denn wie gesagt, die Biologen haben eine ganze Menge zusätzlicher Informationen, die in diese Baumrekonstruktion einfließen kann, wenigstens in die Evaluierung des Ergebnisses, dass man den Biologen diesen Baum präsentiert und dann gehen die Biologen her mit anderweitig erworbenem Wissen und sagen, an der Stelle kann der Baum nicht stimmen, aufgrund der und der biologischen Merkmale, wie gesagt, irgendwelche biochemischen, körpereigenen Stoffe, die diese Spezies entwickelt, diese Spezies hat, aber diese Spezies nicht, irgendwelche Proteine, Enzyme, was weiß ich. Oder die haben Flügel und die haben keine. Mit solchen zusätzlichen Argumenten kann man dann schon insgesamt ein ganz gutes Bild hinkriegen. Ja, also die ganze Theoriebildung ist plausibel und gerechtfertigt. Okay, die Wurzel hat nur zwei Knoten, das ist eine Kleinigkeit. Das stochastische Modell wird sicherlich den wahren biologischen Prozess durchaus widerspiegeln. Wobei wir nochmal, machen Sie sich das nochmal klar. Sie haben in der Informatik 3, in der Mathe 3 gelernt, aus einem Statistik, aus einer großen Menge von Zufallsexperimenten auf die dahinterstehenden stochastischen Gegebenheiten zurückzuschließen. Hier haben wir eigentlich nur ein Experiment, nämlich einmal die Evolution, von der wir auf diesen Prozess und damit indirekt dann auf die fehlenden Informationen in dieser Evolution zurückschließen, mit allen Fehlern, die das beinhaltet, diese Situation.
So. Also, das Problem letztendlich an der Sache ist, man wird nie sagen können, ob der Baum, den man dann rekonstruiert hat, wirklich der wahre ist. Man wird auch gar nicht unbedingt angeben können, wie weit weg er schlimmstenfalls ist. Man kann noch so viel an Informationen zusätzlich reinstecken, man wird da nie volle Gewissheit haben. Und der wichtige Punkt, allerdings ein problematischer Punkt, wenn man das Ganze mal von der, sagen wir, ethischen Seite her betrachtet, dann ist die Schlussfolgerung natürlich, dass die Anwender, in diesem Fall Biologen, natürlich darüber aufgeklärt werden müssen, dass ein solches Modell, dass das, was der Algorithmus berechnet hat, seine Grenzen hat. Allerdings ist da natürlich immer der Zielkonflikt, mit dem Sie in der Informatik, wie in jeder Profession, zu tun haben. Der Zielkonflikt, dass das, was ethisch geboten erscheint, nicht unbedingt gut fürs Geschäft ist. Dass vielleicht Ihr Chef Sie, wenn Sie da allzu sehr ehrlich sind zu Ihren Kunden, dass Ihr Chef Sie dann vielleicht schon mal so ein bisschen bremsen wird, weil das vielleicht kein gutes Licht wirft, wenn man allzu sehr die ganz super tollen Algorithmen, die man da entwickelt hat, auch ein bisschen relativiert. Gut, aber das ist Thema Ethik. Da werde ich mit Sicherheit hier nicht einsteigen. So, sind wir mit den phylogenetischen Bäumen durch. Jetzt eine ganz andere Problemstellung: Färbungsprobleme, Coloring Problems. Grundproblem sieht so aus. Klassische Problemdefinition. Wir haben einen ungerichteten Graphen und was wir wollen ist, jedem Knoten eine Nummer zuordnen. Wir nennen diese Nummern Farben, aber der Einfachheit halber ist es natürlich besser, mit Zahlenwerten einfach oder mit anderen Identifikationen herumzuhantieren. Irgendwelche Knotennummer, sodass zwei Knoten, die durch eine Kante miteinander verbunden sind, nicht dieselbe Nummer haben. Und unter dieser Bedingung, gut, diese Bedingung an sich ist leicht zu erfüllen, wir geben jedem Knoten eine andere Nummer. Da haben wir so viele Nummern vergeben, wie es Knoten gibt. Aber die Zielsetzung ist, möglichst wenige Nummern oder Farben zu vergeben. Und das ist natürlich dann nicht mehr das beste Ergebnis, wenn ich jedem Knoten eine andere Nummer gebe. So, ein paar Variationen kommen wir noch dazu. Das Ganze hat seinen Ursprung in etwas, was Sie vielleicht im Mathematikunterricht mal gesehen haben. Kennen Sie das Thema Landkartenfärben? Wie viele Farben brauche ich, um eine Landkarte zu färben, sodass je zwei Länder, die eine Grenze gemeinsam haben, unterschiedlich gefärbt sind? Wissen Sie das? Haben Sie das mal in der Schule oder sonst wo gesehen? Es ist interessant, weil letzte Generation vor einem Jahr wussten das die Leute. Hat es da wieder Umstellungen im Curriculum in der Schule gegeben? Oder wirkt sich jetzt das Zentralabitur dahingehend aus, dass der Lehrer keine Exkursionen mehr in andere möglicherweise interessante Themengebiete machen kann? Also, Folgendes, das ist natürlich eine künstliche Landkarte, die Sie hier sehen, versteht sich. Aber wir reden, der Ursprung sind natürlich echte Landkarten. Mit oder ohne Ozean drumherum, egal. Weil der Ozean, den kann man natürlich ohne Beschränkung der Allgemeinheit auch als ein weiteres Land ansehen. Das ändert nichts an der Problemstellung. Also, weiß jemand, wie viele Farben man mindestens braucht, um eine solche Landkarte so zu färben, dass zwei Länder, die eine Grenze gemeinsam haben, unterschiedliche Farbe haben? Vier. Jemand anderer Meinung? Jemand derselben Meinung? Vier. Wer ist unentschlossen? Okay, das ist doch eine deutliche Mehrheit. Es sind tatsächlich vier.
Wobei es alles andere als trivial ist, algorithmisch diese vier Farben dann tatsächlich zu finden für eine gegebene Landkarte. Vielleicht nur ganz kurz, was hat das mit unserer Problemstellung zu tun? Das sehen Sie hier. Wir haben eine Landkarte, das ist wieder unsere künstliche Landkarte. Für jedes Land auf dieser Landkarte, für jede Fläche haben wir einen Knoten. Für je zwei benachbarte Länder haben wir eine Kante. Und zwei Länder unterschiedlich färben heißt den beiden Knoten, die durch eine Kante verbunden sind, dass diese zwei Knoten unterschiedliche Farben bekommen sollen. Sie sehen hier oben, dass hier eine Entscheidung getroffen worden ist. Ich hatte nicht genau definiert, was benachbart heißt. Wenn Sie sich in der Welt auf einem Weltatlas umschauen, dann sehen Sie so einige Situationen, vor allem in den ehemaligen Kolonialländern, wo es durchaus nicht nur drei Länderecks, sondern vier Länderecks oder so etwas gibt, so wie ich das hier auch eingezeichnet habe, hier ein Vierländereck. Die Frage ist, ob zwei Länder, die nur in dieser Situation mit vier oder mehr Ländern an einem Ländereck, die Frage ist, ob man zwei Länder, die nur einen einzelnen Punkt gemeinsam haben, ob die auch als benachbart zählen sollen. Und die ganze Logik funktioniert nur, wenn diese zwei Länder nicht als benachbart zählen sollen, also wenn es diese Knoten nicht gibt. Wenn es diese Kanten, Entschuldigung, nicht gibt. Weil, wenn es diese Kanten nicht gibt, das zeigt dieses Bild, glaube ich, schon recht intuitiv, wenn es hier keine solchen Kanten gibt, zwischen Ländern, die nur durch einen Punkt miteinander verbunden sind, dann gibt es hier keine Kreuzungen, dann gibt es überhaupt keine Kreuzungen, sondern der Graph ist planar. Und wo eigentlich die Zahl 4 herkommt, ist, dass jeder planare Graph, egal wie er aussieht, egal wie groß er ist, sich tatsächlich so mit vier Farben färben lässt wie hier, dass jeder Knoten eine dieser vier Farben bekommt und zwei Knoten, die durch eine Kante miteinander verbunden sind, bekommen unterschiedliche Farben. Ich glaube, Mitte des 19. Jahrhunderts hat man das schon mal bewiesen gehabt. Dann hat es ein paar Jahrzehnte gedauert, bis irgendjemand festgestellt hat, dieser Beweis beweist nicht Vierfärbbarkeit, der beweist nur Fünffärbbarkeit. Es gibt einen einfachen Beweis, mit dem man beweisen kann, dass jeder planare Graph mit fünf Farben gefärbt werden kann. Und dann hat man Jahrzehnte und Jahrzehnte, 100 Jahre, ungefähr 100 Jahre, glaube ich, gebraucht, bis es tatsächlich zu einem Beweis des Vierfarbensatzes gekommen ist, dass man immer nur vier Farben braucht. Das hat eine große Diskussion in der Mathematik eröffnet, die erst weiterhin nach vielen Jahrzehnten beendet war, also nach einigen Jahrzehnten, so lange ist es noch nicht her. 1976 wurde dieser Beweis geführt und das Besondere an diesem Beweis ist, dass er zum Teil mit dem Computer geführt worden ist. Und zwar heißt es ganz konkret, die Leute, die diesen Beweis entwickelt haben, haben bewiesen, es gibt Größenordnung 2000 bestimmte planare Graphen und wenn alle diese 2000 planaren Graphen vier gefärbt werden können, teilweise sehr große Graphen, wenn die alle vier gefärbt werden können, dann lässt sich auch jeder andere planare Graph vier färben. Und für diese 2000 Graphen, da haben sie für jeden Einzelnen mit dem Computerprogramm verifiziert, dass der vier färbbar ist, womit dann der Gesamtbeweis geführt wurde. Das war damals eine Ungeheuerlichkeit in der Mathematik, dass man Beweise führt, die man nicht per Augenschein, per Prüfung als Mensch durchgehen und verifizieren kann. Es hat lange Diskussionen darüber gegeben, ob solche Beweise anerkannt werden können oder nicht. Inzwischen
Sie kennen vielleicht den Spruch von Max Planck, eine neue Lehrmeinung pflegt sich nicht dadurch durchzusetzen, dass die Gegner überzeugt werden, sondern dadurch, dass die Gegner langsam aussterben. Also es ist vielleicht kein Zufall, dass es eine Generation gedauert hat, bis diese Art von Beweisen anerkannt wird und bis es zum Beispiel auch in der Informatik ganz selbstverständlich ist, automatische Beweise, wie Sie sie in der FGDI3, glaube ich, nicht, kennengelernt haben, dass so etwas tatsächlich akzeptiert wird, dass man so einem Beweis glaubt. Letztendlich einem Beweis, den man, wenn er zu groß ist, wenn die Materie zu groß ist, den man nicht mehr Schritt für Schritt als Mensch per Augenschein mit der eigenen mathematischen Intelligenz durchgehen kann. So, nur ein paar Worte zum Vier-Farben-Satz. Das ist die Sache, die ich eben gesagt habe, dass man hier, das Ganze funktioniert nur, der Graph ist nur planar, wenn man eben hier nicht davon ausgeht, zwei Länder sind benachbart, wenn sie einen Punkt gemeinsam haben, sondern nur, wenn sie eine Grenzlinie von einer Länge größer 0 gemeinsam haben. So, jetzt können wir noch ein bisschen rumspielen. Sie kennen das Timetabling. Ja, darüber haben wir uns intensiv hier, naja, so intensiv nicht, aber wir haben es kurz angesprochen als ein Beispiel zur Modellierung in OPL. Sie werden das aber intensiver bei der Bearbeitung des zweiten Übungsblattes weiter betrachten. Das gesamte zweite Übungsblatt mit, ich glaube, insgesamt 4 oder 5 Aufgaben behandelt nur Timetabling. Das heißt also, Sie erinnern sich, was das heißt. Sie haben hier wieder an der Universität eine Menge von Vorlesungsterminen, wo Raum und Zeit noch nicht festgelegt sind und Sie wollen Raum und Zeit so festlegen. Das klingt bescheuert, Raum und Zeit, nicht? Denken Sie da auch an durch Raum und Zeit? Nee, also Hörsaal und Zeitslot. Die wollen Sie festlegen. So, Sie haben eine Menge von Slots, Zeitslots und eine Menge von Tasks, in diesem Fall die Vorlesungstermine. Und Sie haben mutually incompatible, gegenseitig inkompatibel. Ja, denken Sie an Mathe 1 für Informatiker und GDI 1. Sollten im selben Semester von den Studierenden nach Regelstudienplan belegt werden, sollten daher nicht zur selben Zeit stattfinden. Zur selben Zeit. So, und wir wollen jedem Task, also jeder Vorlesung in diesem Fall, jedem Vorlesungstermin einen Slot zuweisen, sodass keine zwei inkompatiblen Vorlesungstermine zum selben Zeitslot stattfinden. Und offensichtlich kann man das zu einem solchen Färbungsproblem machen, wenn wir sagen, jeder Vorlesungstermin in diesem Fall ist ein Knoten und zwei Vorlesungstermine sind mit einer Kante verbunden, wenn sie inkompatibel sind. Und die Slots, die Zeitslots, sind die Farben. Das heißt also, wir haben jetzt hier eigentlich gar kein Optimierungsproblem, dass wir möglichst wenige Farben haben wollen, sondern umgekehrt, wir haben eine gewisse Menge von Farben vorgegeben. Montags 8 Uhr bis freitags, weiß ich nicht, 18 Uhr oder so, keine Ahnung. Und wir wollen mit denen auskommen. Kann natürlich zu einem Optimierungsproblem werden, wenn das alles nicht da reinpasst und wenn man jetzt möglichst wenige Abends- oder Samstagstermine noch dazu nehmen muss, wo dann ja möglichst vielleicht universitätsweit dieselben Termine, weil dann Hausmeister dafür sorgen müssen, dass dann die müssen oder Wachdienst muss extra kommen und muss die Vorlesungssäle aufschließen oder dafür sorgen, dass sie aufgeschlossen bleiben und hinterher abschließen oder so etwas. So, Variationen. Hier kommen wir jetzt natürlich der Sache näher, wie wir die reale Situation haben. Kapazitäten, dass die Anzahl der Vorlesungen, die am selben Timeslot stattfinden, natürlich nicht mehr sein dürfen als die Anzahl der vorhandenen Hörsäle.
Und dass sie bei jedem Vorlesungssaal nur eine bestimmte Anzahl von Farben, also zur Verfügung haben. Nee, von Farben, das ist Quatsch. Hier ist das Begriff Slot anders verwendet als eben. Ich glaube, diesen Punkt lassen wir mal hier aus. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass hier. In den ganzen Jahren hat mich niemand jemals darauf aufmerksam gemacht, dass es hier offensichtlich eine Bedeutungsverschiebung gibt. Und ausgerechnet, wenn ich es aufzeichne, fällt mir das sehr selber auf. Anderes Beispiel, Frequenzzuweisung. Als ich das Beispiel zum ersten Mal aufgenommen habe in die Vorlesung, war das im Prinzip, soweit ich weiß, der Stand der Technik. Aber vom Grundprinzip her hat sich die Problemstellung nicht wirklich geändert, auch wenn es die technische Fortentwicklung die ganze Situation natürlich wesentlich komplexer gemacht hat. Aber auf algorithmischer Ebene, auf können wir davon ausgehen, dass das im Wesentlichen gleich geblieben ist. Worum geht es? Sie haben hoffentlich in so einem Ballungszentrum wie hier Darmstadt Innenstadt einen Haufen von Mobilfunkmasten, um die ganzen Mobilfunkgespräche tatsächlich bedienen zu können, nicht? Wäre schön, wenn es eine Menge solcher Mobilfunkmasten gibt. Und viele Menschen sind der Meinung, es wäre schön, wenn es nicht gerade auf ihrem Haus so ein Mast wäre. Anderen ist das egal, aber fast alle sind der Meinung, möglichst viele Mobilfunkmasten wären schön, um möglichst gute Abdeckung zu bekommen. Was bedeutet das konkret? Oder was ist das Problem an dieser Stelle? Wenn Sie diese Mobilfunkmasten haben, irgendwo, dann werden Sie die natürlich so auslegen wollen, dass die Reichweiten sich überlappen, ja, dass die Bereiche, in denen diese Mobilfunkmasten arbeiten können, nicht disjunkt sind, sodass dazwischen überall automatisch Funklöcher sind, sondern um Funklöcher zu vermeiden und um möglichst viel Gespräche aufnehmen zu können, sollen sich möglichst überlappen. Das bedeutet, wir kriegen so ein Bild, nur mal so skizziert. So, so, so vielleicht. So. Um jede dieser Stationen konzentrische Kreise, nicht konzentrisch, an dieser Mobilfunkstation jeweils mit dem als Zentrum einen Kreis. Ich hoffe, Sie nehmen mir ab, dass das Kreise sind und keine Hyperbeln. Sollen jedenfalls welche sein. So. Und das Problem ist, in einem solchen Bereich, wo mehrere Mobilfunkstationen hier gleich mehrere hier zum Beispiel gleich mehrere wo mehrere der im Bereich, die in Bereichen von mehreren Mobilfunkstationen sind, dass sie da das oder für zwei solche Mobilfunkmasten müssen sie dafür sorgen, dass sie nicht gleichzeitig Gespräche auf derselben Frequenz. Wie gesagt, ist nur noch vereinfacht, so korrekt, aber für unsere Zwecke ausreichend, dass zwei Mobilfunkmasten, deren Bereiche sich überlappen, nicht auf derselben Frequenz, Verbindung mit jeweils einem Handy haben. Sie sehen, Cellphone habe ich hier geschrieben. Aus irgendwelchen Gründen bin ich hier auf Britisch-Englisch und nicht während sonst, glaube ich, alles auf amerikanischem Englisch ist, wo es Mobile Phone hieße. Aber ich glaube, das ist kein Problem.
So, und damit bekommen wir eine ähnliche Art von Färbungsproblem. Erst einmal, jeder Mobilfunkmast ist ein Knoten. Je zwei Mobilfunkmasten, deren Bereiche sich überlappen, sind durch eine Kante verbunden. Die Frequenzen sind die Farben, und da jetzt nun ein Mobilfunkmast nicht immer nur mit einem Handy mit auf einer Frequenz korrespondieren kann, muss, soll, sondern mit viel, möglichst vielen gleichzeitig, reden wir natürlich nicht mehr davon, dass jeder Knoten jetzt eine Farbe, eine Frequenz zugeordnet bekommt, sondern eine Menge von Frequenzen, die sich aber gegenseitig ausschließen müssen. Nämlich, dass zwei Mobilfunkmasten, wie ich eben sagte, nicht gleichzeitig dieselbe Frequenz benutzen. So, also, wir haben einen ungerichteten Graphen. Die Knoten sind die Mobilfunkstationen, die Kanten. Wir haben eine Kante zwischen zwei Knoten, wenn die beiden Bereiche sich überlappen. Wir haben eine endliche Menge von Frequenzen, den Farben. Und wir haben bei jedem Knoten haben wir eine gewisse Anzahl von Requests oder schon laufenden Telefongesprächen, Mobilfunkgesprächen oder sonstigen Datenverbindungen oder was auch immer. Eigentlich ist es ja heutzutage fast anachronistisch, von Telefongesprächen zu sprechen, weil das ja bei der Datenmenge der geringste Anteil inzwischen geworden ist. Gut. So, was wollen wir für jeden Knoten, sprich für jede Mobilfunkstation? Eine Menge von Frequenzen, sodass alle Telefongespräche abgedeckt sind, alle Requests und alle laufenden Gespräche. Das heißt, die Anzahl der Farben, die dieser Mobilfunkstation zugeordnet sind, die Anzahl der Frequenzen ist gleich der Anzahl der benötigten. Und wegen der sich überlappenden Bereiche, wenn wir zwei adjazente Knoten haben, wenn wir also zwei Mobilfunkstationen haben, deren Bereiche sich überlappen, dann sollen die entsprechend zugewiesenen Mengen von Frequenzen leer sein. Ist eine Verallgemeinerung des Färbungsproblems dahingehend, dass sie eben nicht mehr jedem Knoten eine Farbe zuordnen, sondern eine durch dieses R von V vorgegebene Anzahl von Farben jeweils. Gut, das ist natürlich nicht die gesamte Geschichte, versteht sich, weil natürlich ist es nicht so, dass wir vorher vorab berechnen, so in 5 Minuten werden jetzt die und die Telefongespräche geführt werden, also legen wir jetzt die und die Frequenzen fest. Der Algorithmus hat 5 Minuten Zeit, bis er das Ergebnis berechnet hat. Das ist natürlich nicht die Situation, sondern in Wirklichkeit haben wir eine Online-Version des Problems. Das heißt, wir haben die Situation, dass zwar der Output, der rauskommen soll, und die Zielsetzung identisch sind, aber dass der Input nicht einmal am Anfang, sondern stückchenweise, häppchenweise reingegeben wird. Und wenn wir jetzt ein Häppchen bekommen haben, was der Algorithmus verarbeiten soll, also sprich neue Requests für Telefongespräche oder sonstige Datenübertragungen, dann wissen wir noch nichts davon, was dann das nächste Häppchen sein wird. Ja, das heißt, wir können, wenn wir jetzt Entscheidungen treffen, welchem Request jetzt welche Frequenz zugeordnet wird, können wir diese Entscheidung geschickt oder ungeschickt für die Zukunft machen. Aber wir können nicht, da wir die Zukunft nicht vorhersehen können, können wir nicht wissen, ob die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, geschickt oder ungeschickt ist. So, weil, also denken Sie sich zum Beispiel, Sie geben für einen Knoten hier, vergeben Sie für neue Requests Frequenzen, die die letzten sind, die der andere Knoten hier noch hat, der mit dem hier benachbart ist. Und wenn dieser andere Knoten dann in der nächsten Zeit, im nächsten Zeitpunkt, ebenfalls neue Requests hat, dann kann er die nicht mehr bedienen. Ja, das kann in dem Sinne falsch sein, die Entscheidung, welche Frequenzen vergeben worden sind von dem einen Mobilfunkmasten,
weil man nicht vorhersehen kann, welche der anderen Mobilfunkmasten in nächster Zeit eine Erhöhung der Anzahl brauchen, also mehr, wo keine nicht ausreichend viele Telefonate beendet werden, sodass wieder Frequenzen zur Verfügung stehen, sondern mehr Frequenzen gebraucht werden. So dass es also passieren kann, selbst wenn das, was einem am besten erscheint für die jetzige Situation, kann für die Zukunft, die wir nicht vorhersehen können, schlecht sein. So, damit sind wir mit den Färbungsproblemen auch durch. Wir werden mit diesen abstrakten Problemen auch bald ganz durch sein und dann wieder zu anderen Arten von Problemen kommen. Eine Art von abstrakten Problem möchte ich aber noch ansprechen und innerhalb dieses Themas wird es dann auch nochmal ganz kräftig konkret. Paar Beispiele, die Sie auch in der Literatur finden. Was ist die erste Problemstellung? Set Cover. Brauche ich ein bisschen mehr Platz an der Tafel. So. So, Sie haben jetzt eine große Menge F. Meistens endlich, muss aber nicht zwingend sein. Und Sie haben Teilmengen von F. Ja, das fülle ich nicht alles aus. Was Sie wollen, ist eine möglichst kleine Anzahl von solchen Teilmengen, sodass die gesamte große Menge F abgedeckt ist. Ja, ich zeichne nun mal so ein paar Beispiele ein. Die können sich natürlich auch überlappen, die ausgewählten Teilmengen. So, muss ich wieder fotografieren. Okay. Gut. Und das zweite ist der einzige Unterschied, dass sie sich nicht überlappen dürfen, die ausgewählten Mengen, dass jedes Element genau einer dieser Teilmenge drin ist. Das Wichtige, wo wir jetzt wieder in die Realität reingehen, wird dann das dieses hier sein. Nur hier oben ganz kurz noch eine andere Variation des Themas. Wir haben jetzt einen ungerichteten Graphen und wir wollen Knoten haben, eine möglichst kleine Anzahl von Knoten haben, sodass jede Kante mit mindestens einem dieser ausgewählten Knoten verbunden ist. Und das letzte Problem, Hitting-Set-Problem, wir haben wieder eine endliche Menge und Teilmengen und jetzt umgedreht zu dem, was wir jetzt hier gemacht haben, wollen wir, ich zeige das mal auch auf, wir haben wieder eine Menge von Teilmengen. F. Und wir wollen möglichst wenige einzelne Elemente von F. So, die werden meistens möglichst viele Mengen überdecken müssen. Möglichst wenige einzelne Elemente von F, sodass jede Teilmenge durch mindestens eines dieser Elemente überdeckt ist, also
In jeder einzelnen Teilmenge, die gegeben sind, soll mindestens eines der ausgewählten Elemente drin sein. Und ganz kurz noch wieder fotografieren. Okay. So. Und dafür sehen wir uns jetzt ein konkretes Beispiel an mit einigen, denke ich, überraschenden Erkenntnissen. Vielleicht vorneweg alle diese Probleme, sowohl die hier eben Set Cover, was Sie da links an der Tafel sehen, als auch das jetzt hier, sind wieder NP schwer. Ich wiederhole es mal wieder, was das heißt. Für jeden Algorithmus, den man sich nur irgendwie vorstellen kann, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder nicht, kann man Beispiele von moderater Größe basteln, sodass dieser Algorithmus länger auf diesen Beispielen länger braucht, als das Universum ihm noch Zeit geben wird. So, hier, achso, noch eine ganz kurze Bemerkung. Schauen Sie sich das vielleicht in Ruhe nochmal als Verständnisprobe an, dass das Node-Cover-Problem, das wir hier eingeführt haben, dass das verstanden werden kann als ein Spezialfall des Hitting-Sets-Problems, nämlich wo die ganzen Teilmengen, die überdeckt werden sollen durch Elemente von F, alle Kardinalität 2 haben. So, und hier ist die besagte Anwendung, von der ich sprechen möchte. Hat jemand von Ihnen Optimierungsalgorithmen bei mir gehört? Wenn das nicht der Fall ist, dort betrachte ich dasselbe Beispiel unter etwas anderen Gesichtspunkten. Falls jemand noch nächstes Semester bei mir Optimierungsalgorithmen hören wird, seien Sie vorgewarnt, Sie werden dieses Beispiel nochmal wiedersehen. Aber das sind ja, wir reden hier nur von paar Minuten Redundanz zwischen zwei Vorlesungen, ist, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch. So, worum geht es? Die Grundmenge F. Führe ich das genauer auf? Nee. Die Grundmenge F ist die Menge aller Bahnhöfe in Deutschland. Und diese Teilmengen, die überdeckt werden sollen, sind Zugläufe. Ja, also wenn Sie einen Zug haben, der beispielsweise von Heidelberg nach Frankfurt über Darmstadt fährt, dann entspricht ja einer gewissen Menge von Bahnhöfen, einer gewissen Teilmenge der Menge aller Bahnhöfe in Deutschland. Dazu gehören eben Frankfurt, Langen, Darmstadt, je nachdem Darmstadt Süd, Darmstadt Eberstadt, Bickenbach und so weiter und so fort. Bis Heidelberg Hauptbahnhof. Ja, das heißt also, für unsere Zwecke hier wollen wir oder macht es Sinn, jeden Zuglauf als eine Menge von Bahnhöfen zu betrachten. Alle weiteren Informationen, wann der Zug fährt, ob er jeden Tag fährt, ob Fahrradmitnahme und so weiter, sind irrelevant an dieser Stelle. So, was wollen wir hier? Wir wollen eine kleinste, möglichst geringe Anzahl von Art Service Stationen, sodass jeder Zug wenigstens an einer dieser Service Stationen hält. Dass also jeder Zug mindestens an einer dieser Stationen bedient werden kann. So. Was Sie hier sehen, ist das ICE-Netz aus dem Jahre, ich glaube, 1997. Ich habe mir die Freiheit genommen, dieses Bild nicht jedes Jahr zu aktualisieren. Also bleibt es bei, glaube ich, 97 oder 98 oder so etwas. Aber für die Zielsetzung ist das ja auch egal. Und wenn Sie jetzt hier beim ICE-Netz dieses Problem lösen wollen, dann werden Sie feststellen, dass das Ergebnis nicht allzu überraschend ist. Sie können fast von der Geografie her raten, um welche Bahnhöfe es sich handelt. Das ist Berlin, natürlich noch nicht Hauptbahnhof, gab es damals noch nicht. Berlin Zoo oder so, oder Berlin Spandau oder sowas. Berlin Zoo müsste es wohl sein. Hannover Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Frankfurt Main Hauptbahnhof, Stuttgart Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof. Nicht weiter überraschend, hätte man auch per Hand machen können. Ja, mit der einfachen Heuristik
Die bekanntesten, größten Städte sind mit größter Wahrscheinlichkeit auch die zentralsten Punkte im ICE-Netz und sind daher die besten Kandidaten. Wenn Sie das Ganze aber für das gesamte Zugnetz betrachten, dann sieht es nicht mehr so ganz einfach aus, die wirklich optimale Lösung hinzukriegen. Das hier ist übrigens die wirklich optimale Lösung. Beachten Sie nochmal, was ich eben gesagt habe. Die Problemstellung ist NB schwer. Das heißt, es gibt Beispiele von moderater Größe. Und moderat heißt um viele Größenordnungen kleiner als dieses reale Beispiel. Beispiele von moderater Größe. Für jeden Algorithmus gibt es solche Beispiele, an denen dieser Algorithmus sich totläuft. Und dennoch muss man nicht die Flinte ins Korn werfen, denn diese Optimallösung ist auf überraschend einfache Art und Weise gefunden worden. Und zwar etwas, was man, wenn man irgendwelche Probleme löst, in der Informatik immer machen sollte, egal ob es klassische Algorithmiken ist oder Data Mining oder irgendwas im maschinellen Lernen oder wo auch immer, Datenbanksysteme, egal wo, schauen Sie, ob Sie einfache Möglichkeiten des Preprocessings finden, in denen Sie die Datenmenge reduzieren, indem Sie redundante Daten eliminieren. Daten, von denen Sie sagen können, die brauche ich nicht fürs Endergebnis. Hier in diesem Beispiel ist das so: Nehmen wir zwei Bahnhöfe her, Darmstadt Hauptbahnhof und Darmstadt Süd. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Zug, der in Darmstadt Süd hält, auch in Darmstadt Hauptbahnhof hält. Aber nicht umgekehrt. Ja, Züge, die nach Mainz und nach Aschaffenburg fahren, halten zwar in Darmstadt Hauptbahnhof, aber nicht in Darmstadt Süd. Aber umgekehrt, es gibt keinen Zug, der in Darmstadt Süd einsetzt, sondern alle fahren auch durch Darmstadt Hauptbahnhof durch. Oder enden da. Und das heißt, Sie können Darmstadt Süd rausschmeißen. Weil wenn es eine Optimallösung gibt, in der Darmstadt Süd drin ist, ich hoffe, ich trete hier niemandem auf die Füße, der sich Darmstadt Süd irgendwie lokalpatriotisch verbunden fühlt. Wenn Sie eine Optimallösung mit Darmstadt Süd drin haben, können Sie aus dieser Optimallösung Darmstadt Süd rausschmeißen und Darmstadt Hauptbahnhof stattdessen reintun. Und es ist immer noch eine zulässige Lösung mit genau derselben Anzahl von Bahnhöfen, also optimal. Also können Sie kleine Bahnhöfe rausschmeißen, was ja durchaus, denke ich, plausibel ist. Umgekehrt, jetzt betrachten wir zwei Züge, beispielsweise die von Darmstadt nach Frankfurt-Main Hauptbahnhof fahren. Und der eine Zug ist ein schneller Zug, der hält nur in Darmstadt, Langen und Frankfurt. Und der andere Zug, der hält an jeder Milchkanne, die S3 oder sowas, ja. Dann können Sie diesen zweiten Zug, der überall hält, rausschmeißen. Warum? Vielleicht auch wieder eine Zeichnung. Um das klar zu machen. So, Sie haben jetzt einen Zug, der hält wirklich häufig. An vielen, vielen Bahnhöfen. So. So, ja, Sie haben jetzt einen anderen Zug. Ich male das mal so.
der jetzt nur an einzelnen wenigen Bahnhöfen hält. So, vielleicht gar nicht mal an allen Endbahnhöfen, gar nicht mal an beiden Endbahnhöfen, und der zwischendurch durchfährt. Ja? Eine nicht untypische Situation, die ich gleich mal auf dem Foto verewigen muss. So. Und wenn Sie eine optimale Lösung haben oder überhaupt eine Lösung, eine Überdeckung haben, dann ist da natürlich einer von den 5 Bahnhöfen des Schnellzugs drin. Ja, irgendeiner von denen. Zum Beispiel der zweite oder irgendein anderer. Und damit ist automatisch dann auch der Bummelzug überdeckt. Das heißt, um eine Überdeckung zu finden, brauchen Sie den Bummelzug gar nicht. Jede Lösung, die den Schnellzug überdeckt, überdeckt auch den Bummelzug. Das heißt, Sie können den Bummelzug aus der Betrachtung rausschmeißen. An dieser Stelle eine Warnung: Es gibt zu dem Thema eine Übungsaufgabe und ein gewisser Prozentsatz von Studierenden kommt bei mir mit Problemen an, dass sie es nicht lösen konnten oder sie haben eine falsche Lösung raus, weil sie an dieser Stelle nicht genau geschaut haben, wie das ist, welchen Zug man rausschmeißt, sondern weil sie intuitiv gedacht haben, dass der Schnellzug rausgeschmissen werden kann. Das ist aber nicht so. Das mag vielleicht eher der Intuition entsprechen, und darauf sind im Laufe der Jahre schon etliche Studierende bei der Bearbeitung dieser Übungsaufgabe hereingefallen auf ihre Intuition. Aber es ist in Wirklichkeit der Bummelzug, der rausgeschmissen werden kann, nicht der Schnellzug. Also achten Sie darauf. So, jetzt kann man also hergehen und alle Bahnhöfe rausschmeißen, wie Darmstadt Süd. Sind ja schon mal eine ganze Menge, denke ich. Und Sie können auch alle Züge rausschmeißen, nach dieser Regel eben hier an der Tafel. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn Sie können auch weitermachen. Sie schmeißen erst einen Haufen Bahnhöfe raus, Sie schmeißen einen Haufen Züge raus. Sie werden in der Übungsaufgabe feststellen, dass Sie dann wieder Bahnhöfe möglicherweise rausschmeißen können, nachdem Sie Züge rausgeschmissen haben. Und dass Sie dann wieder Züge rausschmeißen können und so weiter und so fort. Also jede Möglichkeit, Züge rauszuschmeißen, liefert potenziell wieder neue Möglichkeiten, Bahnhöfe rauszuschmeißen. Jede Möglichkeit, die Sie benutzt haben, um Bahnhöfe rauszuschmeißen, gibt Ihnen neue Möglichkeiten, Züge rauszuschmeißen. Und das Endergebnis der ganzen Sache, wenn Sie das bis zum bitteren Ende durchführen, dieses Preprocessing, ja, nur Preprocessing zur Datenreduktion, liefert Ihnen bei den ICEs 6 Bahnhöfe, jeweils mit einem Zug drauf. Und hier bei dem größeren Beispiel liefert Ihnen dieses Bild. Ich muss Ihnen das erklären, was hier zu sehen ist. Und zwar, Kern der Übungsaufgabe wird sein, dass Sie an einem selbstgebastelten Beispiel einsehen können, selbst wenn der Graph ursprünglich zusammenhängend war, kann durch diese Datenreduktion es passieren, dass dieser Graph hochgradig unzusammenhängend wird. Ja, dass beispielsweise Züge rausgeschmissen werden, also letztendlich läuft es darauf hinaus, dass irgendwann mal ein Zug rausgeschmissen werden kann, der einen Teil des Graphen mit einem anderen Teil verbindet, und das war die letzte Verbindung, und danach sind diese zwei Teile unzusammenhängend. Und das kann bis zu, das ist auch Teil der Übungsaufgabe, anhand dessen Sie das dann letztendlich einsehen können, das kann bis dahin führen, bis zu einzelnen isolierten Knoten, bei denen jeweils ein Zug auch bis zu diesem einen Knoten geschrumpft wurde. Ja, das heißt also, dass Sie Zugläufe haben, die ursprünglich mit 20, 30 Bahnhöfen oder wie auch immer, die sie anlaufen, begonnen haben, und durch sukzessive Datenreduktion reduzieren sich dieser Zuglauf auf einen einzigen Bahnhof, und dieser Bahnhof ist isoliert vom Rest des Graphen. Und das Interessante,
Was mich dazu bewogen hat, erstmal 14 Tage nach dem Fehler zu suchen, weil ich das Ergebnis nicht glauben wollte. Das Interessante ist, dass sie auf die Art und Weise tatsächlich hier in diesem Beispiel mit den ICEs diese sechs Bahnhöfe jeweils mit einem zu einem Bahnhof reduzierten Zuglauf herausbekommen. Hier sieht das Bild komplizierter aus. Sie haben schon eine, wie Sie sehen, im Wesentlichen genau dasselbe, nämlich Reduktion auf einzelne isolierte Bahnhöfe, wo dann jeweils ein Zug noch drauf ist, der dann natürlich nicht mehr weiter reduziert werden kann. Sie haben jetzt hier noch so ein paar einfache, kleine Zusammenhangskomponenten, die nicht in sich reduziert werden können. Aber das ist kein Problem. Sie sehen ja von dem Bild hier, wie klein diese Zusammenhangskomponenten sind. Hier drei Kanten, hier vielleicht vier Kanten und vier Knoten. Sehr kleine Zusammenhangskomponenten. Da können Sie natürlich jeweils mit Brute Force das beste Ergebnis in jeder dieser kleinen Zusammenhangskomponente bauen, indem Sie einfach alles ausprobieren, was möglich ist. Wir haben das Ganze ausprobiert mit allen möglichen Datensätzen aus Europa, aus allen möglichen Ländern, mit allen möglichen Einschränkungen auf Gattungsklassen, so wie hier ICEs. Und das Größte, was wir mal an übrig gebliebener Zusammenhangskomponente gefunden haben, war in der Tschechei, waren 29 Knoten, von denen 5 Knoten die optimale Lösung, die optimale Überdeckung dieser Zusammenhangskomponente geliefert haben. Auch das eine Größenordnung, die man noch mit Brute Force, mit Gewalt, mit dummem Ausprobieren lösen kann. Ja? Also, eine wichtige, ja, Moral. Ich habe lange überlegt, ob ich das Wort Moral hier hinschreiben soll, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Also im Englischen kann man das Wort Moral an dieser Stelle genauso verwenden wie hier die Moral von der Geschichte. Nicht die einfachen Dinge, die man tun kann, übersehen. Ja? Es ist sehr häufig so, das ist übrigens auch etwas durchaus, was Sie. Das werden Sie nicht sehen können, aber was ich Ihnen sagen kann, was bei iLog sehr wichtig ist, dass iLog überhaupt eine Chance hat, für große Problemstellungen in adäquater Zeit Lösungen vorzuschlagen, Lösungsberechnungen vorzuschlagen, hat sehr viel damit zu tun, dass da sehr aggressive solche Preprocessing-Sachen passieren, ja. Sehr, Dinge, die Sie aus der linearen Algebra kennen, Elimination von redundanten Spalten oder Zeilen, Reduktion von Matrizen auf ihren Rang, ja, kommt Ihnen dunkel bekannt vor, diese ganzen Begriffe. Die spielen in dem, womit Sie da arbeiten, mit iLog, eine zentrale Rolle. Ja, das ist dieses Thema und das nächste Thema ist dann wieder eines, wo ich weniger von Erfolgen berichten möchte, sondern wieder eher etwas kritischer drauf zu sprechen kommen möchte. Das Problem kennen Sie aus der Mathe 3, denke ich, aus der Statistik. Sie kennen es vielleicht als lineare Regression, sagt Ihnen der Begriff was, oder als Methode der kleinsten Quadrate, als gaussche Methode, also nicht gaussisches Eliminationsverfahren für lineare Gleichungssysteme, sondern als gaussche Methode in der Statistik. Sagt Ihnen das was? Kleinste Quadrate? Okay. So, ganz abstrakt gesprochen, was ist das Problem? Sie haben zwei verschiedene Größen, zum Beispiel physikalische Größen, und Sie wissen aus Ihren physikalischen Überlegungen heraus, dass es da eigentlich einen affinen linearen Zusammenhang geben muss. Geben sollte, oder Sie vermuten es und wollen es nachprüfen, ob das wirklich so ist. Sie kriegen aber Ihre Messergebnisse sind natürlich durch irgendwelche Einflüsse total verrauscht. Ja, alles nur kein linearer Zusammenhang, was Sie daraus kriegen. Und jetzt wollen Sie, also was Sie haben, sind diese Messpunkte hier. Im einfachsten Fall, wir bleiben im zweidimensionalen Fall, weil bei dem, worum es mir geht, ist es egal, wie viele Dimensionen. So, und jetzt wollen Sie eine Gerade durchziehen, die
diese Messpunkte möglichst genau approximiert als die gerade, die den linearen, affin linearen Zusammenhang zwischen den beiden Messgrößen angeht. Affin linear, denken Sie beispielsweise an den Druck, den man beim Tauchen hat. Ja, das beginnt nicht bei Null an der Wasseroberfläche, weil nämlich schon die Tonne pro Quadratmeter von der Luftsäule, von der Atmosphäre schon obendrauf ist. Und dann kommt der lineare Zusammenhang Wassertiefe und Wasserdruck oben noch obendrauf. Deshalb eben nicht unbedingt Beginn am Nullpunkt, sondern etwas versetzt. Da ist eben der Wasserdruck, der Druck, den man beim Tauchen hat, ein Beispiel dafür. So, also, hier geht es weniger darum, noch irgendwelche coolen neuen Beispiele zu finden, sondern eher um einen allgemeinen Kritikpunkt nochmal klar zu machen. Denn ich nehme mal an, dass es bei Ihnen auch mehr oder weniger recht kritiklos die Methode der kleinsten Quadrate reingenommen wurde, sozusagen nicht mehr die Zielsetzung, wir wollen eine Gerade durchlegen und müssen uns erstmal überlegen, was das eigentlich heißt, sondern wir wissen, was es heißt, nämlich die Summe der Quadrate minimieren, kleinste Quadrate berechnen. So, in meiner bescheidenen Meinung, noch ein zweites Wort für bescheiden, wir hatten vorhin modest, jetzt humble, ist das ein gutes Beispiel für diese Problematik. So, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also, auch wieder so ähnlich wie beim Graphenzeichnen, wie wir das letztes Mal hatten, dass wir die Gerade aufhängen, dass jeder Knoten eine Kraft ausübt, eine anziehende Kraft auf die Gerade und das Equilibrium dieser einzelnen verschiedenen Kräfte, die auf die Gerade wirken, ergibt dann tatsächlich die Gerade, die am Ende rauskommt. So, zunächst einmal, ich weiß nicht, ob das thematisiert wurde, aber es ist nicht von vornherein klar, dass man die Distanz zu dieser Geraden wie bei der Methode der kleinsten Quadrate in vertikaler Richtung misst. Man könnte sie zum Beispiel auch in perpendicular, orthogonaler Richtung, in senkrechter Richtung zur Geraden messen. Ja? Es gibt durchaus mathematische Ansätze, die das tun. Ist aber schwieriger als, wird ziemlich schnell kompliziert, vor allem in mehreren Dimensionen dann. Ja? Also hier ist zunächst einmal, machen Sie sich klar, hier ist zunächst einmal von vornherein eine Entscheidung getroffen worden bei der Methode der kleinsten Quadrate, dass man die Abstände in vertikaler Richtung misst. Warum? Offensichtlich, weil es einfach zu messen ist und einfach dann zu behandeln ist. Es sind ja nur Differenzen auf der Y-Koordinate, während es hier natürlich schon ein bisschen komplizierter wird, die Differenzen in der senkrechter Richtung zur Geraden, da haben Sie schon mal quadratische Terme und Wurzeln drin. Ja, euklidische Distanz. Quadrierung, Wurzel. Wird schon mathematisch komplizierter. Kleinste Quadrate-Methode kennen Sie. Das heißt, wir nehmen, nochmal zum Bild zurück, wir nehmen die vertikalen Distanzen zu der Geraden, die wir berechnen wollen, die wir nicht haben. Und nehmen das Quadrat jeweils von der Distanz. Und wir wollen die Gerade so durch die Punkte legen, dass die Summe dieser quadrierten Distanzen minimal wird, nicht? Ich weiß nicht, ob das 1 zu 1 dem entspricht, also ob die Methode der kleinsten Quadrate so eingeführt worden ist, aber egal wie sie eingeführt worden ist, es ist das letztendlich dasselbe. So, jetzt gibt es aber hier ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob darüber erzählt worden ist in der Mathe 3. In früheren Jahren habe ich auch immer gefragt, die Leute haben mir gesagt, dass darüber nicht erzählt worden ist. Das Problem ist, wenn Sie die Distanzen quadrieren, dann heißt es, dass Ausreißer einen deutlich überproportionalen Effekt auf das Ergebnis haben. Ausreißer sind aber typischerweise Messungenauigkeiten, Messfehler. Muss nicht unbedingt sein, aber sind typischerweise. Ja, damit haben Sie erstmal ein methodisches Problem drin,
dass sie Messfehler überproportional im Ergebnis gewichtet eingehen haben. So, warum zur Hölle also die Quadrate nehmen? Eigentlich würde es sich sogar eher anbieten, anstelle einer konvexen Funktion wie die Quadrate, eine konkave Funktion wie etwa den Logarithmus oder die Wurzel zu nehmen, damit eben Ausreißer möglichst wenig Effekt haben. Warum Quadrate? Das hat verschiedene Gründe. Ich möchte Sie zunächst mal auf den letzten Punkt hier aufmerksam machen, was wahrscheinlich letztendlich der Hauptgrund ist. Davon haben Sie sicherlich einen Eindruck bekommen in der Mathe 3, nämlich wenn Sie die Quadrate nehmen, dann lässt sich das Ganze sehr leicht mathematisch behandeln. Es lässt sich reduzieren, das haben Sie ja sicherlich gesehen, auf die Lösung eines linearen Gleichungssystems. Was mit anderen Modellierungen, die vielleicht adäquater wären, nicht der Fall ist. Das kommt Ihnen bekannt vor, oder? Dass man Methode der kleinsten Quadrate reduziert das Problem auf die Lösung eines linearen Gleichungssystems. Was letztendlich im höherdimensionalen das ist, was Sie aus der eindimensionalen Analysis kennen, etwas zu minimieren, was quadratisch ist. Die Ableitung ist linear und genau das haben Sie im mehrdimensionalen, eine lineares Gleichungssystem. Es gibt noch mehr Gründe, nämlich dass man das aus der Physik begründen kann, was natürlich eine sehr schwache Begründung ist. Also kein, ja, genauso, also das ist letztendlich eine ähnliche Begründung wie in der Astrologie. Was oben in den Sternen ist, ist unten auf der Welt. Also Begründung durch Analogie ist keine valide Begründungsform. Man kann sich höchstens dadurch leiten lassen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber das nicht als Begründung hernehmen. Es gibt durchaus noch einen ernstzunehmenderen Grund, warum man das macht. Vielleicht ist Ihnen in der Mathe 3 der Maximum Likelihood Schätzer untergekommen. Das ist ein Fall von Maximum Likelihood Schätzer. Also das ist das, was man in der Regel in der Statistik macht. Und man muss sich klar machen, was ein Maximum Likelihood Schätzer eigentlich ist. Das kann man sich an diesem Beispiel sehr gut klar machen. Also das finden Sie laufend. Ja, statistische Ergebnisse sind typischerweise, also analytische statistische Ergebnisse, nicht nur deskriptive statistische Ergebnisse, sind typischerweise auf einer Maximum Likelihood Schätzung basierend. Es ist nicht die Gerade, die auf Basis dieser einzelnen Punkte die wahrscheinlichste ist, denn das können wir nicht gar nicht berechnen, sondern es ist die Gerade, unter der diese Punkte als Sample, als statistisches Ergebnis die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Ja, wenn die Gerade hier oben beispielsweise verlaufen würde im Extrem, dann wären diese Punkte, dieses Sample sehr unwahrscheinlich. Ja, wenn sie näher rankommen, wahrscheinlicher. Wenn sie die gerade hier platzieren, aber ein bisschen schräger oder horizontal, wären diese Punkte weiterhin unwahrscheinlich, ja? Und am wahrscheinlichsten werden diese Punkte als statistisches Ergebnis, wenn Sie die gerade reinsetzen, die Methode der kleinsten Quadrate liefert. Das ist in vielen Situationen bei perfekter Symmetrie der Wahrscheinlichkeitsverteilung ist das durchaus richtig. Darüber hinaus ist das nicht unbedingt richtig, wenn man wirklich die wahrscheinlichste Gerade haben will. So, damit sind wir an dieser Stelle für heute auch mit der Zeit fertig und wir sind auch mit diesem ganzen Abschnitt fertig. Das war jetzt ein schönes Intermezzo. Wir hatten zuerst angefangen mit OPL. Haben dann jetzt so ein bisschen mit algorithmischem Problem rumhantiert. Jetzt kommen wir in eine Richtung, die einiges mit OPL-Modellierung zu tun hat, nur eingeschränkter. Wir werden also nicht den gesamten Sprachumfang von OPL verwenden, sondern nur eingeschränkte Modelle betrachten und werden sehen,
dass es mit dieser eingeschränkten Modellbildungsmöglichkeit immer noch eine ganze Menge überraschender Möglichkeiten gibt, Dinge zu modellieren. Warum betrachten wir diese Einschränkung? Weil Sie haben vielleicht auf der DVD das Wort Cplex gesehen. So Algorithmen wie dieser Cplex können genau sowas lösen, mit dem wir uns ab dem nächsten Mal beschäftigen. Ganzzahlig lineare Programme und sonst können die nichts gut lösen. Das ist viel, viel besser algorithmisch handhabbar als das, was OPL insgesamt an Sprachumfang bietet. So, aber das wie gesagt beim nächsten Mal. Für heute mache ich erstmal hier Schluss und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann.